Okay, das ist auch ein Überlebender, den knall ich jetzt mal nicht ab. Weil das Haus annähernd aussieht wie ein Krankenhaus. Bist du schon weiter? Oh ja. Das sind auch Überlebende. Das nicht mehr. Da ist eine Puppe. Also normalerweise ist mein Aim zum Anfang des Spiels immer besser jetzt mittlerweile. So, dann. Ah, eine Kneipe, okay. Hast du hier hinter der Theke geguckt? Konnte man überhaupt hinter die Theke? Ja, da stand jemand. Den habe ich geschossen. Oh ja, ich sehe schon, ich sehe die Leiche. Und den Matschkopf. Ah, zwei. Nur zwei? Ich habe mir jetzt nicht spezifisch weitergeguckt. Ah, da liegt noch einer. Drei. Also vier gehen mindestens auf meine Kappe. Die Überlebende. Der eine auf dem Dach geht auch noch auf meine Kappe. Lass mir die restlichen Überlebenden nicht töten. Ich will das Achievement haben von dem Typen aus dem Krankenhaus. Ich schwör's dir, das war ein Versehen. Das war nicht meine Intention, ihn zu töten. Da haben die auf mich geschossen. Die schießen die auf dich, wenn du auf die schießt. Es war ein Versehen, er stand am Fenster. Und dann habe ich auf ihn geschossen, weil ich dachte, das ist ein Zombie. Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass eine Etage tiefer Überlebende sind. Wann hast du das letzte Mal hier den Überlebenden gesehen? Da war der. Richtig. Ist das ein Überlebender? Wenn er mit den Armen schwenkt und eine Waffe in der Hand trägt, dann ist es sehr wahrscheinlich ein Überlebender. Es sei denn, er ist groß und hat einen schwarzen Mantel an, einen Helm auf und trägt einen Kaliber 40. Kaliber 50. Oder wie die Deutschen es damals nannten, MG 42. Ich höre gerade nur Mimimi von dir. Was ist denn los? Ach ja, und eine rote Binde am Arm hat er auch. Wen meinst du? Hast du hier eine Stolpermine gesehen? Nein, das waren die Überlebenden. Okay. Enttäuschtziel, okay. Das ist ein Überlebender. Richtet sich schon wieder Überlebende hin? Nee, das war diesmal eine Schablone. So eine Schießübung war das. Ich hab drauf geschossen. Ich hab davon auch schon viele gesehen. Ganz viele. Hab so drei, vier davon weggeschossen. So mit oranger Markierung drauf, ne? Als ob du so einen Crit-Spot hitten musst, ne? Ja. So zwei, drei auf den Dächern schon gesehen gehabt. Was ist denn mit dem Dach, von dem wir gestartet haben? Sehen wir da oben? Ja. Wo? Mieser Drecksack. Das ist keine. Schade. Das ist echt keine. Wo denn? Das ist ein Stachel. Was? Wenn du zu unserem Spawn guckst. Der ist ja gerade durch da. Ja, rechts oben quasi zulaufen zur Kante von dem Fenster. Da. Das ist aber keine Flasche. Nee, das ist nur ein Holzstück. Da habe ich schon zwei Schuss drauf gesetzt. Wo ist eigentlich meine Brille? Wo ist meine Brille? Ich hab jetzt den Pokémon Shining Pearl, Brilliant Diamond, tut mir leid. Bin ja kein Pearl-Spieler. Schon, ich glaube, vier oder fünf Pokémon für den Tausch. Ich habe jetzt Apollo, ich habe Machoke, ich habe Kadabra, ich habe Georock. Ich glaube, ich habe noch eins und fehlen tut mir Golbat. Golbat musst du nicht tauschen.
Für X-Bad? Mhm. Musst du nicht tauschen. Ich? Nein. Aber so konnte man es auch kriegen, meine ich. Ist das X-Bad nicht ertauschen? Ne, ist, ist Freundschaft. Trust me, boy, ich weiß, wovon ich spreche. Ja klar, aber ich bin jetzt einfach interessiert daran, mir das anzugucken. Trainer interessieren mich nicht. Auftritte per Entwicklung, ja, das ist mir schon bewusst. Echt Freundschaft, krass. Geht auch nur mit Freundschaft. Ich will wissen, wo dieser Zug jetzt hinfährt. Please don't kill me. Ja, wir erschießen dich ganz bestimmt. Choo-choo, Motherfucker. Oh, Schießstand. Ich genieße gerade diesen Zug. Er ist am Kreis gefahren. Das ist so süß. Und er fällt wieder rum. Neil's Train. Wer ist Neil? Gianni, komm mal hoch zu mir eben. Ah, gar nicht. Doch, bitte. Jetzt geht der Magger einfach weg. Ich bin oben. Also wir beide, ne, als gelernte... Er hat gesagt, er wollte nur Tee machen und jetzt geht er da vorne weg. Alentiert. Ich würde ihm eine Lehre vorschlagen. Echt eine Lehre? Ich hätte ihn jetzt. Natürlich erstmal einen Feuerlöscher. So, ich hätte es jetzt in der Waffenindustrie vorgeschlagen. Oder sehe ich das falsch? Dann mal fertig da, oder? Ich hab gesagt, when you knock them all down, you get a prize. Ich kann leider nicht schießen, weil der Spaß hier neben. Guck mal. Ich hab den Preis bekommen. Na, was hast du gekriegt? Was Schönes für dich. Komm her. Preacher? Preacher. Mhm. Hab ich mir schon irgendwie gedacht, dass es da die Preacher geben wird. Wo? Ah. Yay. So, wollen wir jetzt raus hier, oder? Bin noch ein bisschen beim Gucken gewesen. Da bin ich zum Beispiel noch nicht hoch. Da geht's auch noch hoch. Ja, okay, wir kommen wieder zum Superkoch. Wir können den Kocher selbst reparieren. Na? Kocher ist heile. Wahrscheinlich hast du einfach nur Gas ausgemacht. Du bist ein schlechter Deutscher. Kühlschrank öffne. Was? Ah, okay. Was ist da drinne? Kürbis. Oh, ganz nein. Viel Kürbis. Automat benutzen. Flaschen. Okay. Ich habe den Kürbis angeschossen. Also ich werde nichts sagen, aber ich glaube, ich will den Preis für Bärenfalle
Johnny, ich will einen Preis für Präzision bei dem. Okay. Hast du nicht gesehen? Den Kürbis? Nein. Komm her. Was natürlich. Ich hab den links gesehen. Ich hab. Da, guck mal. Kürbis? Ich will einen Preis für Präzision. Wenn du so einen Kürbis schießt, ey. Es gibt ganz viele Automaten hier. Hab ich gerade gesehen. Ja, Automaten für Getränke. Nuka-Cola. Juggernaut. Was ist denn der Juggernaut? Der Nordboy. Knock knock, Motherfucker. Knock knock. Das ist mein Automat. Jetzt fliege ich durch die Gegend. Okay. Steh wieder auf. Ja, mal kurz einmal ausrüsten. Hier auch mal kurz Munition auffüllen und dann bin ich ready. Kannst du hier unten auch. Ach so, gut. Hier ist alles Munition, Scharfschützengewehre, alles mögliche. Flinten und MPs. Stolperfallen, alles. Dynamit, Granaten, Landmin. Almost overrun. Wir müssen sie ausdünnen. Das ist unsere leichteste Übung, würde ich sagen. Wo bist du? Was ist das? Das hier. Siehst du die Hand nicht? Ja. Die aus seinem Grab greift. Ja, das ist normal, oder nicht? Aber schon irgendwie. Die kommen! Die kommen! Da, 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 da. Ich kann nicht. Ziehen durch die Explosion. Ich glaube, wir nutzen die gleichen Sound-Samples wie bei Call of Duty. Könnt ihr mal aufhören, die ganzen Bomben hier zu zünden, Junge? Durch die Explosion ist meine Kombo auch abgebrochen. Ja. Und die Probleme hier. Das hier ist jetzt schon dritte Episode, ne? Ja. Ist das die erste oder die zweite? Erste.
Wo sind wir gerade jetzt in Berlin angekommen? Ab seinem Kopf. Ich kenne ein Lied und das nervt alle. Sie kommen! Und ich treffe nichts. Oh, Headshot. Meine Munition wird irgendwie gerade knapp. Nimm mal das MG. Oder lad unten im Bunker Munition auf. Nö. Nein! Das ist ja okay, ich geh ja schon. Mama hat gesagt, ich muss das nicht machen. Stimmt, Kopfschuss zählt ja auch als abgetrennte Gliedmaße, ne? Ja. Jedes Mal. Boah. Begib dich ins Versteck. Das war's. Sicher? Das schien händelbar. Ja, ne? Also die letzte Mission von Episode. Von Episode 2 war schwieriger als das. Ja, es ist ja auch eine letzte Episode, aber da war das ja auch ein bisschen was. Ja, wir sind mitten in Berlin, so, weißt du. So ortskundig bin ich jetzt nicht. Gib dich zum Krankenhaus. Wir waren noch nicht in einem Krankenhaus. Nein. So, wo sind die nächsten Flaschen? Das war's, Preacher. Come on, chop. Bären fallen. Down, hilf mir! Okay. Komm hoch. I'm coming. Thank you. Where the fuck are you? Wohin jetzt? Wann reizt hoch? Alter, ist das Ding fett. Alter, war das Ding fett. Jo, Boy, komm her. Ja? Willst du auch einen Erfolg haben? Telefon! Ah, das ist das Krankenhaus. Ja, aber das... Okay, die Tür ist natürlich zu mir zugegangen. Wo fliegt noch Gold? Das ist eine Ratte. Kann ich die kaputt treten? Nein.
Wo ist mein Telefon? Kein Telefon? Wow. Dieses drei hintereinander kann man gar nicht mit dem Karabiner machen, weil er nicht genug Durchschlagskraft hat. Ich habe drei Stück schon gekillt mit einem Schuss. Du meinst drei mit einer Kugel, ne? Ja. Oh, das geht.